Ja, das muss ich gerade mal heute Abend noch erzählen an diesem stürmischen, verregneten Sonntag. Ich komme gerade aus der Campingplatzkneipe von meinem Basislager an der Krombachtalsperre im Hohen Westerwald und habe mich dort die letzten 2 Stunden mit einem hochinteressanten Mann unterhalten. Ein Mann aus der Schweiz, der mir heute auffiel, weil er mit einem Zweirad, mit einem Einachser-Traktor, mit Wohnbüchse, mit Wohnanhänger, mit Schlafkabine hier an die Krombachtalsperre kam und hier heute eine Nacht kampiert. Und dieser Mann kommt mit diesem Gefährt, nochmal ein Einachser, Motor 37 Jahre alt, mit einem Holzaufbau zum Pennen, zum Wohnen, kommt dieser Mann vom Nordkap. Das heißt, die letzten 3 Monate war er von der Schweiz unterwegs zum Nordkap unter der Devise Go Slow. Die Höchstgeschwindigkeit seines Reisegefährts sind 17 km/h. Ja, und dieser Mann, ein total interessanter Typ, hat unter anderem schon viele tausend Kilometer auf dem Yukon in Alaska zurückgelegt. Sein Bruder ist mit einem Einkaufswagen durch Australien gewandert und ja, sie schreiben Bücher, sie verdienen ihr Geld mit Vorträgen, mit Softwareverkauf und so Dingen, die man so macht, um möglichst viel zwischendurch auch in der schönen Welt unterwegs zu sein. Und das musste ich einfach gerade mal erzählen und ich habe hier sein Gefährt kurz mal fotografiert. Von dir erzählen, dass du mit diesem coolen Auto bis am Nordkap. These memories will stay with me. These memories still.